Willkommen zurück und hier habe ich jetzt für euch mein neues Koben-Video. Also es ist schon wirklich lange her, dass ich euch mal die Koben gezeigt habe, beziehungsweise so richtig gezeigt habe ich sie ja noch nie und das möchte ich jetzt einfach nachholen. Ich möchte ein paar allgemeine Sachen zur Koben sagen. Die Waffe ist eine Schrotflinte und... Moment... Es ist eine Autoschuss-Schrotflinte. Und umso länger wir die Taste gedrückt halten, umso schneller schießen wir und umso mehr Munition verbrauchen wir auch. Also wirklich unser Munitionsverbrauch pro Schuss geht hoch. Aber wir verschießen dann auch mehr Pellets. Ich zeige euch das gerade mal. Ja. Also nur damit ihr es mal gesehen habt. Und da habe ich euch jetzt ein Bild zusammengebastelt. Gerade noch kurz auf die Stats eingehen. Viel Schnittschaden, viel Statuschance. Crit-Chance ist auch ganz okay. Und dann habe ich euch jetzt das hier zusammengestellt. Ich habe drin Höllenkammer, Primed aus nächster Nähe, Schrotfanatiker, Vigilanter Eifer, Giftige Flut, Schockhülse, Vigilante Aufrüstung, Stichflamme. 10% Chance auf einen next höheren Crit. Das heißt, weiße Treffer werden zu gelben, gelbe zu orangen, dann orangener zu roten und so weiter. Und zwei Feuerraten-Mods. Aus dem ganz einfachen Grund, wir wollen so schnell wie möglich eine schnellstmögliche Feuerrate haben. Ihr wundert euch vielleicht schon, warum ich jetzt Stichflamme drin habe und nicht den bösartigen Streuungsmod. Aus dem ganz einfachen Grund, die Streuung vernichtet uns die Waffe. Anders kann ich nicht sagen. Feuer, also... Mit diesem Mod habe ich Probleme, starke Gegner zu töten, weil viele, viele Pellets daneben gehen. Mit dem Mod super easy. Als kleines Beispiel. Oder beziehungsweise erstmal so zeigen. Wir sehen, wir streuen immer noch sehr, sehr stark. Wir treffen gerade sogar noch da hinten den Heavy Gunner, beziehungsweise da hinten die Gegner überhaupt. Witzig. Aber ich wollte euch nur gerade mal zeigen, wie das aussieht. Nur eigentlich bis jetzt ganz brauchbare Ergebnisse, oder was meint ihr? Falls ihr euch wundert, warum ich gerade die Waffe so Close Range zeige, Leute, ganz im Ernst, das ist eine Close Range Waffe. Also es ist eine Schrotflinte mit einer hohen Streuung. Sagen wir mal, ich gehe jetzt 10 Meter, 9 Meter weg. Versuche das ungefähr beizuhalten. Und es funktioniert. Also ganz im Ernst. Anders kann man es nicht ausdrücken, es funktioniert. Wenn ich das gegnerische Level jetzt noch ein bisschen reduzieren würde, sagen wir mal auf Gegner Level 100, dann haben wir sogar Top-Ergebnisse, ganz im Ernst. Die Waffe ist brauchbar, absolut. 150, habt ihr gesehen, ist drin. Level 100, kein Problem. Also ganz im Ernst, wenn wir nur bis 100 spielen wollen, ist die Koben absolut eine Waffe, die uns Spaß machen wird. Weil die ist witzig zu spielen, sie macht Spaß, sie ist nicht die stärkste Waffe, aber ihr habt es gesehen. Level 100, kein Problem. Level 150 auch noch machbar, würde ich jetzt nicht mehr so empfehlen, aber es geht. Also alles in allem. Level 100, 150 ist mit der Waffe einfach drin. Kommt halt eben immer drauf an, gegen welche Gegner wir spielen und was wir gerade machen und auch wie wir die Waffe gemoddet haben. Aber allgemein gesagt... Mit der Waffe kann man schon lange Spaß haben. Ja, flexible Mods, was haben wir da so? Vigilanter Eifer ist flexibel, Stichflamme ist flexibel, die Elementarmods sind flexibel. Und wenn ihr das austauschen wollt, könnt ihr einfach andere Elementarmods reinmachen. Ihr könnt bösartig Streuung reinmachen. Ihr könntet auf noch mehr Feuerrate gehen mit gebrechlicher Schwung. Kann man machen. Wir könnten klirrendes Nachladen reinmachen. Und ich denke mal, das reicht hier auch an Alternativen. Rein theoretisch könnte man auch noch ein Schnitt-Virus-Bild machen, aber das würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Das funktioniert nicht gut, weil unser Base-Damage so niedrig ist. Und von daher würde ich euch eigentlich empfehlen, das beizubehalten und wenn, dann Vigilanten Eifer zu ersetzen und irgendwas anderes reinzumachen. Gut, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.